Am Sonntag um 13.40 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Audi A3 die Bundesstraße 173 in Richtung Mülsen. In Höhe eines Feldweges beachtete er einen langsamer werdenden Ford Mondeo, der abbiegen wollte, ungenügend und fuhr auf dessen Heck auf. Die Bilanz: 2000 Euro Sachschaden. Unmittelbar nachdem der Fortfahrer abgebogen war, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 44-Jähriger mit einem Opel Vario hatte das Geschehen vor sich zu spät gesehen und war nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Er fuhr auf das Heck des Audi A3 auf. Bei diesem Unfall wurden der Audi-Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer verletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf 15.000 Euro.